Den braucht kein Mensch. Oh, da ist eine Flagge. Da haben wir noch eine Flagge. Was ist das? Eine so... Was ist das? Eine Sarazen-Flagge. Wunderbar. Mit mir stimmt alles. Ich weiß immer noch nicht, wo wir hin müssen. Das tut mir leid, aber... Da haben wir was. Ne, da, ach, das sind wir. Ich habe, wonach ihr sucht. Dessen bin ich ganz sicher. Ich glaube nicht, dass du das hast, was ich suche. So. Zack. Ja, ja. Wir müssen zurückschlagen. Edler Herr, ihr seht aus, als würdet ihr etwas suchen. Kommt, bei mir findet ihr es sicher. Das ist ja das Nobelviertel hier, oder die, eine Moschee haben wir hier. Es scheint tragisch. Aber ich sage, es ist eine Ehre. Den könnten wir mal befragen. Im Kampf wird das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Komm, seht es. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen. Sie handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reisen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Alle Ziele, alle Elemente. Und wenn ich mal gucke, alle Missionsziele. Wir haben gar keins. Armenviertel, okay. Vielleicht Bürgerviertel. Nobi. Also das heißt, wir sollten hier in dieses Viertel mal reingehen. Ich mach da mal eben einen Waypoint hin. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn? Er sagte ja, wir sollten im Nobelviertel anfangen, weil im Armenviertel wird sich so einer nicht rumtreiben. Das ist natürlich ganz klar, wenn er der reichste Mann der Stadt ist. Dann wird sich dieser natürlich nicht im armen Viertel rumtreiben, sondern im reichen Viertel. Das ist ganz klar. Das bedeutet, da gehen wir jetzt als erstes hin. Und dann wollen wir gucken. Im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Hab keine Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Der englische König möchte uns so. Da, oh, da haben wir noch eine Sarazen-Flagge, glaube ich. Ja, eine Sarazen-Flagge. Cool. Okay. Dann würde ich sagen, einmal hier rüber. Und dann schauen wir mal, wo wir gleich rauskommen. Ich habe gar keine Ahnung. Vor allem habe ich keine Ahnung, wo wir anfangen sollen zu suchen. Der Marktplatz vielleicht. Warum hat der Narr hat auch den Verstand verloren? Er wird Ärger verursachen. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Alter, was ist hier denn los? Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Grausamkeit? Wahnsinn! Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jeder Erdecke. Vielleicht weißt du. Mann, geh weg, du blöde Kuh. Hau ab. Belauschen. Ah. Von Ungläubigen. Sie handeln gegen den Willen Gottes. Ja, aber wir setzen und haben uns hier doch auf eine Bank gesetzt. Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Da vorne.
Die letzte Lieferung ist da. Gut, sorg dafür, dass er weiß, wie schwierig es war, eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube, lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Eure Dinge. Wie ihr wünscht. Wunderbar, Nachforschung beendet. Gedächtnisabschnitt 4. Der Händlerkönig bereitet ein Fest vor. Wunderbar. Spielermarker. Ach so, den hatten wir gesetzt. Gut, den haben wir erfolgreich belauscht. Geh weg. Also, als nächstes würde ich mal gucken, dass wir, ja. Oh Mann, lass mich in Ruhe, du blöde Kuh. Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir möchten wieder. Den könnten wir beklauen. Ich habe jetzt nicht geguckt, wo die langgelaufen sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass die sich jetzt nichts gegeben haben, sondern nur miteinander gesprochen haben. Gut, wir setzen uns mal hier hin, da unterhalten sich nämlich auch zwei. Da können wir aber leider nicht zuhören. Da ist noch so eine Bettlerin, das heißt, wir versuchen jetzt mal einen anderen Weg zu finden. Ich finde das ja schon mal gut, dass wir wenigstens einen Hinweis kriegen, wenn wir in der Nähe von sowas sind, dass wir uns da hinsetzen sollen und zuhören sollen. Das finde ich ja schon mal ganz gut. Das heißt, wir schauen uns... Sind wir noch im Reichenviertel? Nein, wir sind schon wieder im Armenviertel gelandet. Okay, ich blick noch nicht ganz, wodurch das hier getrennt... Oh, ruhig. Alter! Mit dem ersten Wurf haben wir den tot gemacht. Haha, wie geil! Ach, wir kriegen jetzt auch gar nicht mehr den Hinweis, wenn wir... Na, komm her. Das heißt, wir kriegen jetzt gar keine Hinweise mehr. Na los, komm her. Und einmal zack und zack. Die Schnelligkeit des Adlers, okay. Was auch immer das für eine Auszeichnung ist. Was willst du denn, hä? Zack, und weggemacht. Was willst du denn? Du konntest ja gar nicht so gut kämpfen, wie ich dachte. Ich dachte, ihr werdet hier alle haushoch überlegen. Vollidioten. Und zack, der Nächste. Du bist der Nächste? Ja, komm her. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Dann ist ja gut. Ein Mörder in der Nähe. Wunderbar. Ungläubiger. Meine Brüder, lasst sie nicht durch. Ja. Ja. Kock. Weiter. Ihr hättet euch
Wieso kann ich den denn nicht heimlich töten? So geht's auch. Oh, eine Flagge. Eine Sarazenflagge, oder ist. Oder nicht? Ja! Sarazenflagge. 9 von 100. 100 Stück, ich glaube, es geht los. Okay, das hier ist jetzt wieder das Reichenviertel. Liebe Leute, kommt und schaut meine Waren. Ihr werdet es nicht für möglich halten. Das hier ist wohl der Marktplatz der Reichen. Geh weg. Ich habe nicht. Doch, ich verstehe das. Lass mich in Ruhe. Mann, hau ab. Okay, das heißt, wir gucken uns hier mal um. Vielleicht finden wir noch ein paar Informationen, die uns vielleicht weiterbringen. Das wäre nicht schlecht. Nö, ich bin noch nicht fertig. Können wir uns hier hinsetzen? Vielleicht müssen wir auch ein bisschen näher ran. Wenn ich euch helfen kann, egal wie, zögert nicht. Okay, die Wachen sprechen also nicht über ihn oder über denjenigen. Okay. Vielleicht finden wir hier noch jemanden, dem wir zuhören können. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen ein bisschen Geld, bitte. Das wird euch das Leben kosten. Ich flehe euch an. Ich bin arm. Mann, hör auf, hau ab. Nein. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Nein, ihr versteht es nicht. Na, Mann. So. Ja, dir geht's aber gut, ne, mein Freund? Okay, scheinbar, ja, muss ja. So. Wir sind aber ganz tief im Reichenviertel. Ach, jetzt kapiere ich das. Ach so, jetzt verstehe ich. Pass mal auf. Jetzt müssen wir die Aussichtstürme selber finden. Das glaube ich nicht. Na los, komm. Na los, zack. Oh, Alter, was ist jetzt los? Boah, was war denn jetzt los? Wo kamen die ganzen Leute her? Heieieiei. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gangster. Ah ja, das haben wir heute schon zweimal gemacht. Okay. Wir klettern eben hier hoch. Das heißt, wir machen erstmal die Aussichtstürme, würde ich sagen. Ich hoffe, dass wir hier irgendwo einen haben. Da ist einer. Zwei Stück. Die Adler weisen uns den Weg.
Die haben uns bis jetzt eigentlich nie im Stich gelassen. Und das ist auch gut so. Das heißt, wir müssen jetzt einmal hier an der Kirchenfassade oder ich weiß gar nicht, ob es eine Kirche ist, aber an diesem Gebäude hochklettern. Also so vom Aufbau her würde ich sagen, es ist eine Kirche, aber es wird keine sein. Sondern das wird, ich weiß, was es genau ist, kann ich nicht sagen. Ob es eine Moschee ist oder, da gehe ich mal erstmal, würde ich mal so von ausgehen. So, und komm schon, hoch hier. Okay, das heißt, jetzt müssen wir alles selber finden. Das macht es natürlich um einiges komplizierter. Aber nun gut, wenn das so ist. Jetzt begreife ich das auch. Wir müssen jetzt selber zusehen, dass wir die Dingens erreicht bekommen. 10 Aussichtstürme gibt es hier. Alles klar. Jetzt werden uns die zumindest schon mal angezeigt. Als nächstes würde ich sagen, da müssen wir jetzt mal eine Folge oder eine Episode hier jetzt nur mit Aussichtstürme erforschen. Weil wir sonst überhaupt nicht vorankommen. Weil ich habe überhaupt gar keine Anhaltspunkte sonst. Und das müsste der da vorne sein. Wenn ich mich nicht irre. Weil die Aussichtstürme, die waren immer sehr, sehr hilfreich. Yep. Ich wollte schon sagen, also das wäre ja wohl eine, oder die Höhe, wenn wir jetzt alles selber rausfinden müssten. Okay, hier kommen wir nicht großartig weiter. Nein, 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 nein. Naja. Noch so ein Bekloppter. Hier ist es. Da komme ich gar nicht rein. Da oben ist es. Das heißt, wir müssen hier rein und da hoch. Nö, nö. Müsst ihr nicht wissen. Okay, wunderbar. Jetzt sind wir hier wenigstens schon mal den Aussichtsturm hochgekommen. Alter, ich habe echt gedacht, wir müssen jetzt alles komplett selber erforschen. Aber das wäre eine Aufgabe der Möglichkeit, weil ich kenne mich hier gar nicht aus. Oder ich glaube, niemand kennt sich hier aus, der Assassin's Creed in sein CD-ROM-Werk geschoben hat. Das wäre ja, also wirklich. So. Mal alles klar. Guck mal, Informant, Bürger retten. Jetzt kriegen wir doch alles wieder. So, und einmal der Kopfsprung. Und der Informant ist nicht gerade weit weg von hier. Darf ich mal? So, lieber Informant. Ich laufe mal hier schnell durch. Ich hoffe, ich errege dadurch kein Aufsehen. Das glaube ich persönlich aber weniger. Okay. Kümmern wir uns gleich drum. Ich meine, die werden ja wohl nicht weglaufen. Der Informant. Wo haben wir ihn? Ist mir ganz egal, ob deine Familie im... Alter! Nein. Ich habe ja selber nichts. Ich bin selber so ein armer Schlucker. Da ist unser Informant. Altair, mein Freund und Bruder. Es ist so lange her. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Wie traurig. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden.
Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe selber einen Auftrag. Ich habe 4 Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? 2 für mich, 2 für euch? Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen.